Ich habe in meinem Moodle-Kurs eine Liste angelegt, die ich führe, damit meine Schülerinnen immer wissen, wie oft sie ihre Hausaufgaben vergessen haben und ab wann es potenziell gefährlich werden könnte. Und das läuft über eine Checkliste und ich werde jetzt gerade einmal kurz zeigen, wie. Hier sieht man natürlich, dass alle eben ihre Hausaufgaben gemacht haben. Ich weise dem auch gar keine Daten zu, sondern ich sage einfach nur, erstes Mal vergessen, zweites Mal, drittes Mal, viertes Mal oder so. Also, wie sieht die Geschichte aus? Ich habe einmal erstellt tatsächlich eine extra Kachel, die da heißt Homework, und darin gibt es eine Aktivität mit dem Namen Homework Forgotten und die Aktivität Checkliste, beziehungsweise Fortschrittsliste auf Deutsch. Wenn ich jetzt hier auf Edit Checklist gehe, dann kann ich HW1, HW2, HW3, ich könnte jetzt auch noch HW5 hinzufügen. So, dann taucht das hier in der Liste auf. Könnte ich jetzt auch noch nach oben oder nach unten schieben, wie ich lustig bin oder was. Und kann dann die Sachen hier ausblenden oder nicht. Oder eigentlich egal, ja. Und wenn ich jetzt dann eintragen will, dass jemand die nicht gemacht hat, gehe ich auf View Progress und würde auf Edit Checks gehen. So, und dann sehe ich hier, okay, yes. Und ansonsten lasse ich den einfach nicht ausgefüllt. Das Ganze habe ich auch verbunden mit diesem Block Checklist Overview, also dass die SchülerInnen hier einfach drauf gehen können und dann auch direkt hingeleitet werden zu ihrer eigenen Übersicht, sodass sie mich nicht fragen müssen und ich nicht das im Papier aufschreiben muss, was irgendwie nicht meine Arbeitswelt ist.